Hallo lieber Löwe, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen mal, was der Februar 2024 für dich bereithält. Hier gibt es dein Monatsorakel. Also solltest du im Sonnenzeichen, Mondzeichen oder Aszendent Löwe sein, ist hier höchstwahrscheinlich eine Botschaft für dich drin versteckt. Schau dir bitte auch natürlich deinen Mondaszendenten an und leg die Botschaften zusammen. Du weißt, es ist eine kollektive Kartenlegung, bedeutet, du bist gefragt, alles auf deine Themen umzulegen und das für dich mitzunehmen, was sich richtig und stimmig anfühlt. Für persönliche Hilfe und Unterstützung, weißt du, schaust du unten vorbei. Dort gibt es die Links, die zu den Coachings, spiritueller Begleitung, Heilsitzung oder privaten Kartenlegungen führen. Und ich würde sagen, wir starten direkt, beginnend mit dem Hauptthema für die Löwen, für den Monat Februar 2024. Ich verbinde mich mit dem Löwenkollektiv, Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendent. Was ist das Hauptthema der Löwen im Februar? Und anscheinend hast du direkt zwei Hauptthemen. Wow! Neubeginn und Segen. New Beginnings und Blessings für dich. Ja, es scheint so, als würdest du ziemlich frühzeitig in deinen ganz persönlichen Frühling einstarten. Also es geht darum, dass du merkst, dass in dir viel passiert, eine Art Neubeginn sich auch in dir ausdehnt und das vielleicht sogar gefühlsmäßig, also bezogen auf deinen inneren Garten bekomme ich. Das könnte sehr viel damit zu tun haben, dass du reflektierst, wer oder was dir gut tut, besonders bezogen auf die Arbeit, auf die Menschen generell in deinem Umfeld. Irgendwie hält sie gerade nicht, muss mal schauen. So. Arbeit, Menschen generell in deinem Umfeld oder aber Verhaltensweisen, die du an den Tag legst. Also könnte es sein, dass du viel mehr Aufmerksamkeit deinen Hobbys, deinen lieben Menschen, Familie, Aufmerksamkeit schenkst und du merkst, dass du in eine ganz andere Schwingung, in eine ganz andere Energie kommst. Es ist so, als hättest du auf einmal den, wie so eine Art Lifehack für den Alltag, für dein Wohlbefinden, ja, herausbekommen. Es könnte sein, dass sich etwas zeigt, etwas, was du planst, was rund um April, Mai zu tun hat, worauf du dich sehr freust. Das ist wie so ein Lichtblick am Himmel, du freust dich darauf, es gibt dir jetzt schon Energie, obwohl es erst wirklich rund um die Kirschblütenzeit wirklich in Erfüllung geht. Aber das ist etwas, was die Kraft, was dir Energie gibt. Wir schauen uns drei Hauptaspekte für dich im Februar an, lieber Löwe, drei Hauptaspekte, drei Hauptthemen, die präsent sind. Drei Aspekte für den Löwen im Februar 2024. Ja, okay, der Stern fliegt schon raus. Wir haben den Hund, den Stern und die Vögel. Menschen, Situationen, Dinge, wo du das Gefühl hast, man muss immer diskutieren, man muss sich rechtfertigen, man hört dir nicht zu, wirst du nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenken. Das ist auch etwas, was du gelernt hast. Du wirst dich anders verhalten, dein Umfeld merkt das, wird auch anders auf dich reagieren. Du hast deinen Fokus auf deine Wünsche, auf das, was dir gut tut. Du setzt ja, die Ausrichtung wird eine andere sein. Es ist so, als würdest du den Februar dafür nutzen, um herauszufinden, wo du Energie tanken kannst, was dir gut tut und wirst da das ganze Jahr danach ausrichten. Treue Begleiter an deiner Seite. Es ist so, wie gesagt, du schenkst den Menschen, die dir etwas zurückgeben oder wo du das Gefühl hast, das sind ehrliche, treue Menschen an deiner Seite, wirst du viel mehr Aufmerksamkeit schenken. Das Thema Hund könnte tatsächlich bei vielen aktuell wirklich Thema sein. Vielleicht legt man sich einen Hund zu oder man denkt wirklich darüber nach. Aber es geht hier besonders um einen Menschen an deiner Seite. Für die allermeisten wird es eine Freundschaft sein.
Für viele wird es eine männliche Freundschaft sein oder sollte es eine Frau bei dir sein mit männlichen Zügen? Es geht darum, dass dieser Mensch vielleicht Unterstützung benötigt, dass du mehr in diese Verbindung investierst oder mehr reingibst. Das kann auch ein Rat sein, das kann Kommunikation sein. Du hilfst jemanden und bist so ein bisschen auch ja, die Sonne, die Kraft gibt. Also drei große Aspekte. Es geht um Wünsche, Wunscherfüllung. Deine Kommunikation wird sich verändern und ein Freund, ein Mensch, der viel Aufmerksamkeit braucht oder worauf du den Fokus legst. Wir schauen, was noch auf dich zukommt. Was kommt auf den Löwen zu im Februar 2024? Was kommt auf den Löwen zu? Worum geht's? Du möchtest mehr vom Leben, du möchtest mehr von diesem Jahr, du erhoffst dir sehr viel von diesem Jahr und da geht es darum, dass du ein bisschen mehr in die Macherenergie kommst. Also auch hier zeigt sich wieder der Mensch, mit dem du es zu tun hast, wie gesagt, für viele ein Mann, ein Freund, eine gute Verbindung, die mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das ist so, als würde man an dieser Beziehung arbeiten, als würde man ja, mehr Zeit und Muße investieren, auch mehr Energie. Aber du weißt, du wirst gebraucht, es zieht dich dahin. Du möchtest auch mehr mit dieser Person machen. Du weißt, dass du in diesem Fall gebraucht wirst. Du hilfst einer Person mehr in die Leichtigkeit zu kommen, vielleicht sogar Planungen für die Zukunft. Auch hier, man plant die Zukunft, man richtet das Jahr, die Zukunft neu aus. Denn man möchte mehr in die Freude, mehr in die Leichtigkeit kommen. Es ist so, als hätte man das Bedürfnis auch spielerisch an Dinge ranzugehen. Vielleicht beschäftigst du dich auch mit einer Art Spiel. Das kann natürlich alles sein. Aber es geht darum, dass du mehr Zeit in dich investierst, in Freude investierst. Du selber planst vielleicht auch deine Zukunft bezogen auf die Finanzen, auf Materielles, beschäftigst dich damit, gehst in die Planung. Dieser Mensch, mit dem du es zu tun hast, höchstwahrscheinlich ein Erdzeichen, also Stier, Steinbock, Stier, Jungfrau oder aber im Aszendenten, jemand, der dich wirklich sehr wertschätzt. Sehr wertschätzt, deine Zeit, deine Muße wertschätzt und es kann auch sein, dass du diese Person ein bisschen entführst, auf andere Gedanken bringst, vielleicht mit Ausflügen, mit neuen Ideen oder spielerisch oder mit einem Spiel, also sowas wie Spieleabend, Hobbys, es wird geplant. Deine Zukunft generell, du möchtest mehr Zeit mit einer gewissen Person verbringen, du möchtest mehr Zeit mit deinen Wünschen, mit deinen Zielen dich beschäftigen. Sehr spannend. Das, was relativ neu ist, was ich mir überlegt habe, ich habe aus einem Deck nur die großen Arkanas rausgezogen. Du bist hier ja schon begleitet von der Narr-Energie. Das heißt, du gehst mehr in die Leichtigkeit. Wir schauen aber mal, welche große Arkana-Hauptenergie die Löwen im Februar begleitet. Welche Hauptenergie, große Arkana für die Löwen? Der Eremit. Wieder ein Hinweis auf ein Erdzeichen. Vielleicht wirklich eine Jungfrau oder ein Erdzeichen sehr ausschlaggebend. Ja, du setzt den Fokus total nach innen. Was nährt dich? Was erfüllt dich? Was gibt dir Kraft, Energie? Das hast du vielleicht auf die Art und Weise lange nicht mehr gemacht. Für viele höre ich sogar das allererste Mal in dem Sinne, dass du bewusst in eine Art egoistische Haltung gehst, aber du erkennst dann, das ist schon Selbstliebe, weil du schenkst ja hier auch die Zeit wirklich den Menschen, die sie brauchen. Das heißt, du ziehst Energie von denen ab, die saugen, die ziehen, die es nicht verdient haben auf eine Art und Weise und schenkst sie mehr dir, deinen Bedürfnissen, deinem Leben, aber auch den Menschen, die sie wirklich brauchen. Sehr spannend, sehr gut. Und das ist für dich natürlich auch der Neubeginn, ne? Das ist für dich dieses... Du lebst dich anders. Dadurch hast du mehr Kraft, mehr Energie. Du bist gelassener. Ein Rat vom Universum, bitte. Ein Rat vom Universum für die Löwen. Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendent, bitte. Für den Februar 2024.
Ja, vertraue deinem Weg. Vertraue deinem Weg. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du unterstützt wirst? Und ich habe das Gefühl, dass du jetzt endlich in die Energie kommst, dich selbst zu unterstützen. Dass du merkst, okay, es ist jetzt an der Zeit, wirklich Energien zu bündeln, auszurichten, dahin, wo du möchtest. Und du spürst vielleicht sehr intensiv die Anbindung von oben. Du spürst vielleicht, dass du mehr Kraft zur Verfügung hast, die du jetzt auch, und das spürst du nämlich innerlich, gezielt für etwas, für einen höheren Zweck einsetzen darfst. Und da darfst du jetzt mehr ins Vertrauen gehen. Auch hier vielleicht mehr Meditation, mehr Reflexion. Du beschäftigst dich mit deinen Gefühlen. Du wirst ja auch inspiriert von jemandem an deiner Seite, der das schon mehr praktiziert. Das stößt so ein bisschen an. Vielleicht hast du andere Gedanken oder stellst dir selber andere Fragen und das führt zu diesem innerlichen Neubeginn. Das klingt großartig. Ich wünsche dir viel Kraft, viel Energie und du bist da auf dem richtigen Weg, liebevoll den Fokus für dich, für dein Leben zu setzen. Lieber Löwe, wie gesagt, schau dir gerne das Mondzeichen und den Aszendenten an, lege alle Botschaften zusammen und natürlich auf dich um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören und freue mich von Herzen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles, alles Liebe. Mach's gut.